Im vierten Schritt betrachten wir das gelbe Kreuz von der Seite und überprüfen, ob die Kanten die gleiche Farbe aufweisen wie die Centerstücke darunter. Bei mir stimmt diese Kante. Ich überprüfe auch die anderen. Die stimmt nicht, die stimmt auch nicht, die stimmt auch nicht. Durch Drehen der gelben Ebene erhalte ich in einer Position zwei Kantensteine, die korrekt sind. Jetzt habe ich hier zwei Kantensteine, die die gleiche Farbe aufweisen wie der Center direkt darunter. Ich halte die zwei korrekten Steine hinten und rechts und führe nun die Zugfolge aus. Ich mache das mit einem Spruch. Rechte Hand. Hoch, schießen, runter, schießen, hoch, schießen, schießen, runter, schießen. Hoch, schießen, runter, schießen, hoch, schießen, schießen, runter, schießen. So habe ich vier Kantensteine, die die gleiche Farbe aufweisen wie der Center darunter.